Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance Alpha, beziehungsweise technische Alpha 0.4. Und ja, es ist wieder ein Quartal vergangen. Das heißt, wir kriegen die nächste Tech-Alpha von Warhorse Studios. Heute rausgekommen. Ich habe mich direkt mal reingestürzt und wir gucken uns gerade eben mal kurz die Feature-Liste an. Es wird auf jeden Fall mehrere Folgen geben diesmal wieder. Und ja, steht erstmal schon die Warnung. Es ist halt eine Early Work in Progress Demo, also wir sind noch ganz am Anfang der Entwicklung, mittlerweile ist ja schon ein gutes Jahr rum. Und die Feature List: Es gibt Schwertkampf mittlerweile eingebaut, Work in Progress, also steht noch recht am Anfang der Entwicklung, aber ich habe vorhin schon einmal reingeschaut, sah ziemlich geil aus. Die bespielbare Umgebung ist viermal größer als vorher. Es gibt neue Locations, es gibt ein neues Dorf und es gibt ein Military Camp. Neue Quests gibt's, wo auch noch ein paar hinzugefügt werden später wohl. Ganz viel neue Musik gibt's. Die Untertitel kommen langsam rein. Deutsch, Französisch und Tschechisch kommt demnächst wohl. Es gibt neue Charaktermodelle. Die erste Version von Lippensynchronität von den Charakteren ist mittlerweile da. Bisher haben die ja mit teilweise geschlossenem Mund gesprochen. Es gibt jetzt Pferdereiten. Es gibt eine neue Weltkarte, die ich mir schon angeguckt habe, die ziemlich gut ist. Neue Charaktere, neue Kräuter, neue Alchemierezepte. Ein Bogenschießturnier, Rüstung, Grave Digging, also Grab ausheben. To ich weiß nicht, ob wir es als Totengräber betätigen können oder so. Und verschiedenste kleine Änderungen, Tweaks und Fixes. Und darunter noch geschrieben: New Awesome Bugs. So, im Menü hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass wir jetzt diesen schönen Continue-Button haben. Das heißt, wir können da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich meine eigentlich so ein komplett neues Spiel, damit wir einmal komplett neu reinkommen. Und sobald das Ganze geladen hat, jetzt ungefähr, schauen wir uns erstmal um. Und wir sind an einer anderen Startlocation als sonst. Sind, ja, vielleicht kann man es schon erkennen, diese Hütte kennt man noch von früher. Das da hinten kennt man allerdings nicht, das ist neu. Ich will jetzt in der ersten Folge einfach mal so ein bisschen rumlaufen und mir die ganzen neue Umgebung angucken. Ich muss jetzt mal gucken. Genau. Hier kann ich jetzt nämlich. Ich bin zum ersten Mal dabei, mit Controller zu steuern, die ganze Geschichte. Die Karte anschauen. Und da sieht man schon, dass hier oben rechts in der Ecke eine neue Quest ist. Also es gibt jetzt Symbole für die Quest. Das heißt, diese Sterne, die sind auf jeden Fall neu. Finde ich schon mal ziemlich cool. Das Gute ist, dass jeder Button mit A gemappt ist, warum auch immer. Also ich spiele es mit meinem PS4-Controller, weil ich es am Fernseher spiele. Halt, um 1080p aufnehmen zu können. Kann ich für meinen Monitor leider nicht. So, egal. Also, neue Umgebung. Vögel gab es, glaube ich, letztes Mal auch schon. Das sieht nach wie vor ziemlich cool aus. Als ich vorhin das erste Mal mich eingeloggt hatte, dachte ich, okay, geil, da hinten kann man jetzt hin. Das ist halt das neue Schloss, wo man jetzt hin kann. Und dann bin ich hier so diesen Weg runtergegangen. Runtergesprintet, kann man auch sagen. Ja, dann sieht man schon so langsam durchschimmern. Hier ist ein Zaun. Ich habe hier einen Bauzaun hingemacht, da ist noch so ein Vermessungsding. Das heißt, diese Burg, auch da können wir in die Richtung gehen. Und hier sind nach wie vor irgendwelche Schilder und Zeichen. Ich habe auch probiert, mich hier durch dieses Loch durchzuglitschen. Man kann da leider nicht durch. Es geht nicht. Ich habe es probiert. Also man kann leider an diese Burg nicht richtig ran. Die ist halt schon drin jetzt, aber ist scheinbar noch nicht fertig. Und deshalb können wir die nur von hier hinten betrachten. Aber das sieht so schon relativ weit fertig modelliert aus, muss ich mal sagen. Es sieht jetzt nicht aus, als ob sie es einfach als Hintergrund da dran gepappt haben. Sondern sieht schon so aus, als ob das tatsächlich in naher Zukunft irgendwann fertig ist und man dann auch an diese Burg ran kann. Könnte ich mir vorstellen, dass es noch in der nächsten oder Alpha-Version ist, immer noch in der nächsten Version irgendwie reingepackt wird. Dass man sich das Ding angucken kann. Aber sieht schon mal ganz nett aus da auf jeden Fall. Das ist so eine kleine Burganlage mit so ein paar, ja, Ziegelhäusern drumherum. Bisher haben wir nur diese Holzhütten gehabt.
So, hier drüben ist das altbekannte Dorf, was wir schon aus den anderen Alphas kennen. Das hat jetzt hier so einen schicken Zaun bekommen. Wie auch immer ich jetzt hier rüberjumpen kann. Ah, mit X. Muss erstmal auf die Steuerung klarkommen. So, normalerweise sind wir ja da hinten hinter diesen Felsen gestartet, um dann da auf dieses Feld zuzugehen. Da haben wir dann damals unsere erste Quest bekommen. Und das Dorf hier kennen wir ja schon ganz gut. Was auf jeden Fall neu ist, da hinten sehen wir, es raucht. Und da werden wir uns gleich mal auf jeden Fall in die Richtung begeben. Ich gucke gerade einmal, wie ich genau die Karte aufbekomme. Digipad nach oben. Genau. So. Und schade, das war der falsche Knopf. Den wollte ich nicht drücken. Wie kann ich denn... Nein, ich wollte eigentlich nur rauszoomen. Das ist jetzt eine gute Frage, wie das... Ah, okay. So, und zwar, hier war ja der Bereich, wo wir uns bisher aufgehalten haben. Also in Samopesh oder Samopesh. Mit der Kräuterhexe hier im Busch drin. Und hier, wie gesagt, diese beiden Quests, die man bisher mal machen konnte. Der Händler, der da ist, und der Schmied. Und hier unten geht es halt in Richtung von dieser Burg. Da geht's eben noch, ist die Karte noch nicht fertig. Aber dieser ganze Teil hier oben, das ist alles neu. Und das ist wohl das, was jetzt eben viermal so groß ist wie das vorher das Gebiet. Das war also ziemlich genau, ich sag mal, hier schon so abgeschnitten. Ungefähr. Und hier gibt es jetzt ein komplett neues Dorf. Das ist auch wesentlich größer als das, was wir schon kennen. Merhuyet heißt das Ganze. Und hier hinten gibt es noch so ein Militärlager. Also das sind die beiden neuen Sachen, die es gibt. Und eben diesen Hof, der hier ja scheinbar am Rauchen ist. Den haben wir auch schon gesehen. Und wie man sieht, hier oben geht es noch ganz schön weit in den Wald rein. Also könnte sein, dass uns da auch noch irgendwas erwartet. Und also ich muss sagen, langsam nimmt die Karte Form und Gestalt an. Wenn man das so sieht. Was sie noch so vorhaben drumherum. Ich weiß nicht, ob das hier natürlich eine Platzhaltergrafik ist. Kann natürlich auch sein. Kann aber auch sein, dass es hier mal, also dass das schon die Größe der späteren Spielwelt mal sein könnte. Und das wäre schon ziemlich nice. So im Verhältnis, muss ich mal so sagen. Also es ist jetzt kein Witcher, aber doch so, dass man genug zu tun hätte, denke ich mal. Gerade was auch so Quests angeht und dergleichen. Na gut, wir gucken uns erstmal ein wenig um, während hier noch die Texturen reinploppen. Wie gesagt, technischer Alpha, ganz früher Entwicklungsstand, kann man nicht oft genug sagen. Ich glaube, das hier ist auch nur dieses kleine Gebäude. Also nach und nach entwickeln sie hier die Sachen weiter. Der gute Mann hier ist auch neu. Den können wir uns jetzt erstmal unterhalten. Where's that smoke in the horizon coming from? I wish I knew. It looks like the Corbin's estate. Would you go and have a look there? Just see what's happening and then come back to me. All right. I'll let you know if I find out anything. Jo. Es werden immer mehr Leute halt vertont. Der angelt immer noch hier. Seit, weiß ich nicht, ich glaube Alpha 02. Kann sein, dass er Alpha 01 auch schon geangelt hat. Jetzt haben wir jetzt jedenfalls unsere erste Quest angenommen. Sind nach wie vor noch die alten Quests drin, also Alchemie. Die Alchemie-Quest ist noch drin und auch, ich glaube, die Lockpick-Quest, geht ein bisschen einher damit. Die müsste auf jeden Fall auch noch drin sein. Aber wir werden nach und nach einfach wieder alle machen. Jetzt, wo man vor allen Dingen continuen kann, ist das nochmal besser. Das heißt, ich muss nicht alles jedes Mal dreimal spielen, wenn ich irgendwas nochmal zeigen will später. So allein sieht das schon hier ziemlich geil aus, wie das Ganze eben bewachsen ist, finde ich. Also es macht dieses Spiel einfach nochmal besser als Witcher, dass es mir eben eine lebendige Welt vorgaukelt. Und eine realistische Welt, was auch so Pflanzenbewuchs und dergleichen angeht. Wenn man hier so hinguckt, gerade am Horizont, verschwindet schon ziemlich stark Realität und Spiel. Einfach auch durch die Entfernung profitiert das Spiel davon.
So, hier drüben brennt das Gehöft oder brannte. Auch das sieht einfach ziemlich cool aus. Das ist vielleicht die eine Quest, die wir heute mal ein bisschen angehen werden. Und ansonsten, ja, gucken wir uns einfach um. Auch hier so kleine Sachen einfach am Wegesrand. Schon ziemlich geil. Ich kann jedem nur empfehlen, der dieses Video hier schaut, auch die Entwicklertagebücher zu gucken auf dem offiziellen Kanal von Warhorse Studios. Das ist einfach so gut gemacht, wie die einfach hier so eine kleine Steinmauer, wie sie sowas setzen und einfach in die Welt reinsetzen. So, hier gab es scheinbar ein kleineres Gemetzel. Alles brennt irgendwie. Oder ist noch am Rauchen. Und hier sind bewaffnete Leute. Und eine Menge tote Leute. Don't worry, you'll be all right. Ist das so? I am busy, can't you see? Wäre mir nicht aufgefallen. Der reagiert gar nicht auf mich. Ah, Mary! Oh, mother of God. What happened here? You wouldn't believe. Cumans. What? Just so. We've been hanging around here for weeks with nothing happening. And all at once, we're fighting tooth and claw with them. Okay, also die Cumans, wie auch immer das ist, sind gekommen. Es gibt im Moment noch keine deutschen Untertitel, die werden aber wahrscheinlich irgendwann noch, ich kann mir vorstellen, in der laufenden 04er Alpha jetzt reingepatcht. Kann also sein, dass sich das irgendwann zwischendurch mal ändert, was wir hier lesen. Who's in charge here? Zbyszek von Karolinenthal. Where can I find him? In the camp. Okay. What happened here? Who are you? My name's Henry. I'm from Silver Scullets. My God. Scullets didn't fare well. I'm Martin, and this here is my friend Miroslav. The Cumans attacked here. There were more men wounded, but Miroslav here, I'm afraid, he won't last out the night. Can I help somehow? Maybe you can. We don't have a field surgeon here, and wine isn't killing the pain for him anymore. He needs something for the pain? That's right. Something really strong. Do you know anyone who knows about herbs, healing, and the like? I'll ask around. Do. And please hurry. Hang on. I'll find someone. Ja, das zum Beispiel wird wahrscheinlich eine Time-Quest sein. Weiß nicht, ob das jetzt schon eingebaut ist. Wollen sie aber auf jeden Fall machen. Also, dass man Quests auch verkacken kann, wenn man eben nicht schnell genug ist. Könnte ich mir so vorstellen, dass das eine ist. Kann also gut sein, dass der irgendwann sterben wird dann demnächst. Ich will mir allerdings auf jeden Fall eben noch das neue Dorf angucken. Und das Militärlager. Und danach werde ich mal entscheiden, was wir eigentlich machen an Quests. Das wird jetzt hier, wie gesagt, so eine Einführungsfolge. Einmal ein bisschen die neue Umgebung angucken. Ich mag den Soundtrack mittlerweile auch super gern. Es passt einfach super in dieses Setting. Da hinten irgendwo ist die Burg, die wir später mal erkunden können. Und da ist das neue Dorf. Ist gar nicht mal so weit weg von dem alten, aber durchaus realistisch, weil es einfach auf der anderen Seite von diesem Hügel hier ist. Beziehungsweise oberhalb einfach von dem anderen. Dass sich diese zwei Dörfer relativ nah beieinander entwickeln konnten. Hier ist eine relativ große Kreuzung, die noch momentan unbebaut ist. Ich guck mal gerade, ob man von hier aus noch die Burg sehen kann. Nee, kann man nicht. Kann sein, dass ich die Objektreichweite nicht weit genug gestellt habe. Die müsste ziemlich genau da unten sein, wo mein Fadenkreuz oder mein Fadenpunkt da momentan hin zeigt. Also da in die Richtung. Und hier vorne, weiter unten, müsste das andere Dorf sein, das alte. Rechts von uns ist das neue Dorf und hier hinten
Das ist die andere Neuerung an Lokalitäten. Nämlich das neue Militärlager. Das ist mal eine fröhliche Lagermusik, die hier tönt. So, und hier sehen wir auch schon gerade einen neuen. Attention, men! Und zwar Schwertkampf. Und ich weiß schon, dass wir daran teilnehmen können. Also wir können trainieren mit den Soldaten. Und das wird aber wahrscheinlich eine ganze Folge in Anspruch nehmen, deswegen machen wir das nicht jetzt direkt, sondern mal in einer der kommenden Folgen. Ich habe vorhin schon einmal kurz probiert, das System ist ziemlich geil. Also bisher für mich eines der besten Schwertkampfsysteme, die man in Spielen so einbauen konnte. Was ich auch bisher so gesehen habe. Relativ einfach zu lernen, tatsächlich, aber durchaus komplex. Das ist nicht einfach nur Button-Mashing. Sieht auf jeden Fall schon relativ gut aus, sage ich mal, wenn die sich jetzt hier noch ein bisschen abgehackt bewegen im Moment, aber... Also die Bewegung... You're finished! Finde ich relativ flüssig und angenehm anzuschauen. Also wie sie zuschlagen, wie sie ausweichen etc., wie sie blocken. That was a fucking fine piece of work. Each and every man of you showed he's worth his wages. And today, you earned every last groschen. I hope you understand why I've been on your back the last few days. I must say, I'm proud of you. You're a fine bunch of men. Today, you can go and booze like lords. And mind you, don't all go fucking the first woman you see. Dismissed. Except, of course, for the four who are staying on guard. Ich finde, wenn man hier reden, hinter mir zu schwingen, ey. Ja, also das hier ist das kleine Militärlager, was eben hier aufgebaut wurde. Auch wieder mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Hier diese ganzen Geschichten mit den Schilden und den Hellebarden und dergleichen. Und hier drin... Dass es hier aussieht wie, ja, halt so hingeflackt irgendwie, also wie so Milizen das damals gemacht haben, höchstwahrscheinlich. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier das Bogenschießturnier stattfindet. Auf der Schießanlage von dem Militärhaufen hier. Gucken wir uns eben nochmal gerade das neue Dorf an, das ist nämlich da vorne. Eben schon vorbeigelaufen. Das finde ich nach wie vor einfach so geil mit den Vögeln. Das ist wahrscheinlich ein super simpler Effekt, aber der beeindruckt mich schwer auf jeden Fall. So, in die umliegenden Wälder hier kann man ja auch noch gehen. Also das da hinten sollte ich alles noch erkunden können. Kann es sein, dass mich da nur eine Quest reinführt. So, und hier sind wir wieder auf dem Hauptweg. Wir können immer noch den Rauch sehen da hinten. Es kann auch sein, dass ich einfach beim nächsten Mal nochmal von vorne anfange in der nächsten Folge und wir dann erst die ganzen Quests annehmen. Und das dann nach und nach abarbeiten, damit mir der Typ jetzt nicht wegstirbt. Einfach weil ich zeigen möchte, was passiert, wenn er überlebt. Das ist, glaube ich, auch ein neues Gebäude. Hatte ich so, glaube ich, noch nicht gesehen. So eine Unterkunft für Tiere. Ich liebe auch wieder die relativ einfachen Lehm- und Holzhütten, aber es sind wesentlich mehr als in dem anderen Dorf. Es ist durchaus größer. Und so eine begehbare Scheune. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die schon gab. Ich glaube nicht. Ich glaube, die ist auch komplett neu. Ist nämlich auch ziemlich groß. Ah, und hier ist ein Pferd. Könnt ihr mir vorstellen, dass man hier das Pferdereiten lernen kann? Von ihm hier. Können wir gerade mal einmal anquatschen. You look worn out, friend. What happened? Oh, no, just that last Sunday, me and my wife were supposed to move to Gutenberg, but it got seriously held up. The Cumans attacked a farm near here and slaughtered everyone. My God. Yeah. And my brother Pavel was there at the time. What happened to him? They killed him, that's what. I'm sorry to hear that. Don't be. He wasn't a good man. He cheated, drank like a fish, and beat his wife until the poor woman ended up jumping in the Sassau River.
Christ almighty, that's horrible. So on top of all this running around, I have to arrange the funeral. Do you need help with anything? I'm looking for a job. A job? Well, I don't know. Try asking my wife, Ludmilla. She'd know if anything still needs doing. And where do I find her? She must be around here somewhere. Have a look for her. Jo, der möchte mich erstmal nicht mit dem Pferd reiten lassen, was ich sehr schade finde. Get out! Kann ich leider nicht einfach so draufsteigen. Aber auch das sieht schon ziemlich cool aus, das Pferd. Also sehr detailliert. Hey, what are you doing here? Gemacht. Und ja, langsam geben sie den Charakteren, die hier so rumsitzen, auch Persönlichkeiten. Dass jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte zu erzählen hat, finde ich auch ziemlich geil. Ja, und langsam klappt das auch mit den Models, mit den Modellierungen. Ja, dass er jetzt seinen Korb tatsächlich auch mitnimmt. Das sah ja ganz am Anfang noch ein bisschen anders aus. Ja, Meister, da musst du mal richtig zuschlagen. Was kommt jetzt? Okay. Ich glaube, da fehlt noch, wie es das Teil dann zersplittet. Aber es sieht ziemlich cool aus. Ja, da hinten reitet jemand im Hintergrund, hinten rechts. Also das Spiel wird immer umfangreicher, auf jeden Fall im Moment. Beziehungsweise diese Alpha. Das muss ja alles mit dem späteren Spiel gar überhaupt nichts zu tun haben eigentlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie... Oder kann mir schwer vorstellen, dass sie... das jetzt hier bauen und dann später nicht verwenden werden. Ich denke schon, dass es zum Teil des späteren Spiels auf jeden Fall gehört. Kleiner Dorfweiher hier. Die Spiegeleffekte und dergleichen, das ist einfach der Hammer. Wie gut die Grafik von dem Spiel ist. Das wird im Video wahrscheinlich nicht so richtig rüberkommen. Sorry dafür, aber das ist einfach wirklich schwer beeindruckend. So, was haben wir hier noch? Da ist noch ein weiteres. Da sind ein paar Häuser einfach, die ein bisschen außerhalb liegen. Hier ist ein Feld, was noch bestellt werden muss. Ah, und hier vorne ist wieder das Baustellenschild. Also das hier scheinbar erstmal das Ende. Kann natürlich gut sein, dass das Dorf noch weiter wächst bis hier ran. Könnte ich mir gut vorstellen. Und hier ist momentan erstmal Schluss. Gucken wir mal, ob wir irgendwie in den Wald rein können, ob der schon fertig ist. Einfach mal hier an der Grenze lang. Ja, sieht nicht so aus. Ja, wir sind ziemlich am Ende hier oben momentan. Hier so geht die Grenze verlaufen. Dann haben wir noch in den südlichen Wald auf jeden Fall auch nochmal irgendwann zum Erkunden. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon deutlich größer als die ersten Sachen, die man so erkunden konnte. Ah, da geht es doch noch ganz schön tief in den Wald rein. Wie gesagt, das hier sieht tatsächlich aus wie in einem mitteleuropäischen Wald. Also wenn man hier jetzt draußen, wenn ich jetzt rausgehen würde und in den Wald gehe, dann sieht es da ziemlich genau so aus wie das hier. Ich denke, bei euch halt auch. Ja, den Wald erkunden wir vielleicht nochmal ein andermal weiter. Aber wir gehen vielleicht einmal gerade hier rum. Ich einigermaßen ein Gefühl kriege. Ah, hier ist ein kleiner Weg. Folgen wir einfach mal dem Weg. Wo der mich hinführt. Ich weiß gar nicht, ob man momentan sterben kann. Könnte schon durchaus sein, wenn sie jetzt
Armed Combat eingeführt haben. Hi. Okay. Au. Au, au, au. Okay, also hier scheint dieses Lager der Cumans zu liegen. Verfolgt ihr mich? Ich hoffe nicht. Okay, also ich kann mir schon vorstellen, dass eine Quest sein wird, den Typen später zu verhauen. Bzw. dieses Lager da auszuheben. Und das dürfte das Lager von dieser Überfallgruppe sein, die sich hier breit gemacht hat. Na gut. Dann soll es das, denke ich mal, für eine erste Folge dieser Version eben gewesen sein. Und während ich hier panisch durch den Wald zurück sprinte Richtung Zivilisation, die ich hoffentlich irgendwie gleich wieder finde, die Bohren mal mittlerweile auch Hitboxen. Finde ich sehr gut. Ja, denke ich mal, sehen wir uns einfach in den weiteren Folgen. Und dann werden wir ein bisschen gucken, was hier eigentlich so alles zu tun gibt mittlerweile in der Alpha. Und was so an Neuerungen da ist. Ich kann schon mal versprechen, dass wahrscheinlich direkt die nächste Folge die sein wird, wo wir uns mit dem Schwertkampf beschäftigen werden. Und das dürfte wahrscheinlich auch eine ganze Folge lang dauern. Ich gehe eben einmal nochmal gerade hier drüben hin. Ob es hier irgendwas zu sehen gibt. Außer Baustellenschilder. Ich glaube, in die Richtung haben wir auch noch nicht geguckt im Moment. Okay, da ist ein Dixie-Klo. Nice. Also Warhaw Studios hat auf jeden Fall Humor. Ja, hier wird sich die Welt irgendwann später auch noch ausdehnen können. Hier sieht man jetzt noch nicht so wirklich weiter, was da hinten später mal ist. Aber ist auch eigentlich, denke ich, eine ganz nette Aussicht. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.